Ein absoluter Tabubruch. Armin Laschet habe sich zum Kronzeugen der AfD gemacht. So tobte heute der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty. Was war aber eigentlich genau passiert? In einer meiner Reden erwähnte ich, dass man eher vorsichtig sein sollte, wenn jemand davon spricht, dass die Wissenschaft doch meine oder die Wissenschaft habe gesagt. Nun, dieses Zitat griff später dann unser Ministerpräsident Armin Laschet auf und sagte, er gebe uns zwar nie recht, aber in diesem Punkt sei tatsächlich mal etwas Richtiges gesagt worden. Eigentlich also kein sonderlich verwunderlicher oder außergewöhnlicher Vorgang. Wenn jemand die reine Wahrheit wiederholt, dann ist es doch etwas, was wir von normalen und guten Politikern erwarten würden. Doch in einem Land, wo Wahlen rückgängig gemacht werden müssen, wenn eine Partei für die falsche Partei oder die falsche Partei für eine andere Partei stimmt, scheint das ein absoluter Tabubruch zu sein. Da scheint eine Brandmauer nun endlich eingebrochen zu sein. So zumindest vermuten es SPD und Grüne, die lautstark ihren Protest kundgaben. Nun, aber wie ist es denn eigentlich in dem Politbetrieb? Die AfD hat insbesondere zu Corona-Themen nun mal leider oft recht gehabt. Uns wäre es ja vielleicht auch nicht immer recht gewesen, wenn wir jetzt tatsächlich im Nachgang sagen müssen, aber warum haben sie nicht auf uns gehört? Eine vernünftige und gute Politik wäre uns in vielen Punkten doch lieber gewesen. Und nach vielen Monaten, wo wir die CDU und auch die FDP im Landtag in Nordrhein-Westfalen beobachtet haben, meinen wir feststellen zu können, dass oftmals vielleicht die Kollegen auch gar keiner so unterschiedlicher Meinung waren. Der große Unterschied zu uns ist aber, dass sie die Angst davor hatten, dann auch mal einen medialen Shitstorm oder den Zorn von großen Gewerkschaften auch auszuhalten und den Rücken gerade zu machen, sich hinzustellen und zu sagen, das ist vielleicht keine populäre Meinung, aber die Zukunft wird zeigen, dass das die Wahrheit ist und das eben für die Bevölkerung dann auch durchzuziehen. All die Lockerungsmaßnahmen, die uns beispielsweise zu Ostern eigentlich versprochen wurden, wurden hinterher wieder zurückgenommen. Und auch die weiteren Schritte, zum Beispiel, dass es nie wieder einen Lockdown in dieser Art geben wird, am Ende hat die CDU und die FDP, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, mal wieder nicht Wort gehalten. Sie haben also geblinkt, und zwar mehrfach, und dann am Ende nicht den eigenen Mut und die Courage gehabt, zu ihrem eigenen Wort zu stehen. Wenn Sie also tatsächlich wollen, dass diese Wahrheiten auch Bestand haben und sich jemand wirklich dafür einsetzt, dann lohnt es sich nicht, kurz vor einer Wahl anzugucken, was sagt die FDP, was sagt vielleicht die CDU und dann zu sagen, das ist vielleicht die saubere AfD. Wenn Sie wirklich wollen, dass diese Themen umgesetzt werden, dann haben Sie nur eine Möglichkeit bei den nächsten Wahlen, die AfD zu wählen.